Dann auch an dieser Stelle wieder ein herzliches Willkommen auch an die Seite von YouTube. Wenn die Folgen hier irgendwann mal erscheinen, dann, wenn sie dran sind. Und wie immer der Hinweis, ich bin hauptsächlich am Streamen hier auf Twitch. Und also nicht wundern, wenn er ab und an vielleicht ein bisschen komisch am Labern ist. Höchstwahrscheinlich rede ich dann mit dem Twitch-Chat. Jo, des Weiteren auch hier mal ein Hinweis mit diesen Stimmenverstellen, ja. Ich versuche es ja zumindest so ein bisschen, ja, so Männlein, Weiblein, ein bisschen unterschiedlich klingen zu lassen. Das ist mein zweiter Versuch. Mit Stimmenverstellen so ein bisschen und so. Also wenn es hier und da nicht ganz funktioniert, eventuell vielleicht ein bisschen nachsehen. Weil ich habe es das erste Mal versucht in Xenoblade Chronicles 2. Und da hatte ich regelmäßig Stimmen-Rip. Musste, glaube ich, sogar zwei Streams, weil die Stimme total versagt hat, absagen. Und deshalb jetzt nochmal der Versuch, aber wir fangen mal kleiner an. Und diese Tonaussetzer ab und an, die gehen mir... Ja, ich finde den Fehler nicht, woran das liegt. So, dann laden wir aber mal rein, dann wird es gleich auch ein bisschen leiser. So. Beziehungsweise, wenn du 4 Chars hast, ist Ende Gelände. Ne, brauchst nicht extra Viech, ich würde es ganz gern selber rausfinden. So, hier sind wir. So, dann war das falsch. Okay, bam, bam, das darfst du, das ist noch eine Fliege. Ja, was bei uns ist, Websen reinfliegen? Alle Nase lang musste irgendeine Webse wieder nach draußen befördern. Also Websen, Bienen, das ganze Zeug, weil hat sie nicht so geil, ne? Also, ne, warte mal, das war jetzt falsch. Wir brauchen ja erst den da. So, Olberic hat... Ja, das ist natürlich ganz geil, wenn da das Ding drüber ist. 27, hier haben wir 22 und was war das andere? 22 und 40, okay. So, jetzt gehen wir mal hier. Ja, das ist nämlich das Nervige. Und ich weiß schon wieder nicht mehr, aber man, ey, ich und mein CB-Hirn, ne? 22 und 40. Okay, das ändert sich aber nicht mehr. Also runter nicht mehr. Okay. Gruppe wechseln. So. Was wir gestern auf jeden Fall auch gelernt haben, ist, mit der falschen Gruppenzusammenstellung wo reinzugehen, ist echt böse. Ne? Also gestern hier dann Ende Kapitel 2 der Boss. Ja. Hätte man. War nicht so geil. Ich möchte tatsächlich nicht immer Hanit mitnehmen. Ja, ich mag Hanit auch. Aber wir müssen durchmischen. Besser ist die kleinste. Wie nehmen wir denn da jetzt? Das ist halt die Frage. Du wirst auch noch selber suchen. Ja, eben drum, ne? Also selber finden macht halt immer mehr Spaß. So, wir nehmen mal Tressa mit. Hä? Ach so, mit Y, okay.
Y. Das Ding ist halt. Entweder kann ich zwei mitnehmen. Wir gehen auf Safe und nehmen Ophelia mit. Oder Elvin muss alles alleine machen. Und wir können drei mitnehmen zum Leveln. Und von gestern nicht so viel verraten. Willst du es noch anschauen? Nee, ich sage nur, ne? Also, ich weiß, dass hier des Öfteren, gerade bei Story Games, dann Leute sind, die das VOD gucken. Eigentlich müsste ich gemein sein, bei solchen Sachen, wie jetzt hier, wo die Aufnahme stattfindet, für YouTube, wo später auf YouTube online geht, müsste dann das VOD oder Past Broadcast löschen und sagen, ja, wenn es soweit ist, guckt es euch auf YouTube an. Aber nein, so gemein bin ich nicht. Es war auf jeden Fall, einfach nur ja. Ich kann dir so viel verraten, ohne zu spoilern. Normalerweise mache ich immer von circa 18 bis 0 Uhr streame ich normalerweise. Ich habe gestern um 11:30 Feierabend gemacht, nach Kapitelende, weil ich war fertig. Ja, also wie gesagt, wenn man mit der falschen Gruppe reingeht, dann ziehen sich die Kämpfe ewig. Und ich habe heute auf Twitter gelesen, da ist wohl einer, der über eine halbe Stunde gefightet und dann hat er einmal nicht aufgepasst. Entschuldigung. Dann hat er einmal nicht aufgepasst, bäm, alle vier tot, alles von vorne. Macht dann auch Spaß, ja. Werden wir sicher auch noch haben. So, jetzt ist die Frage Tressa. Okay, wir machen es mal so. Das wird sowas von in die Hose gehen. Was können wir denn hier kaufen? Wir sind was pleite. Erkundigen. Ein Söldner-Veteran, 40 Jahre. Also ich hoffe, das Alter wird hier auch in Jahren gerechnet. Ich sage nochmal Jahre, okay? Ein im Frostland bekannter Söldner, sorgfältig sammelt er Informationen über Monster, bevor er in den Kampf gegen sie zieht, egal wie grausam sie auch sein mögen. Er hofft, dass seine Abenteuer, lange nachdem er bereits aus der Welt verschieden ist, in Geschichten weiterleben. Drache des Forstlandes. Okay. Kaufen. Was hat denn der zum Kaufen? Eine Heiltraube. Für 250? Die nehme ich mit. Für ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Ja, das habe ich schon x-mal vorgelesen. Ob ich, so wie ich gekleidet bin, nicht friere? Fragt ihr? Nein. Wenn wir hinausgehen, trage ich mehrere Schichten übereinander. Alles in Ordnung. Habe ich gestern schon vorgelesen. I remember. Wow, alter Vater, ey. Ich habe mich gerade spontan verliebt. Also genauer genommen, Primrose und Zerion. Ist, okay, wie kriege ich hier schnell viel Kohle?
Können wir mal hier noch ein Eisseelenstein. Ne, kannst du behalten. Und Heiltraube, GP, anregende Pflaume, die ist hier günstiger, die nehmen wir mal mit. Sag mal, haben Sie denn, was haben Sie denn zu erzählen, Madame? Ich hoffe, es ist ein Madame. Dörfler, Alter, 21. Mit 21 Witwe. Ich glaube, das sind keine Jahre. Mit 21 Witwe und eine Tochter. Okay. Eine Witwe, die mit ihrer Tochter zusammenlebt. Nachdem ihr Mann verstarb, verließ sie kaum noch ihr Heim. Doch seit ihre Tochter Freunde gefunden hat, geht sie häufiger aus und steht auch mit den anderen Dorfbewohnern wieder in Kontakt. Vorräte im Überfluss! Schmied und Plattner der Stadt haben neue Waren. Das ist schön, wir können sie uns aber nicht leisten. Material für eine hitzeerzeugende Erfindung. Gefeilscht. Nice. Denk mal ins Mittelalter, da war 30 schon uralt. Ja, trotzdem, ich weiß nicht. Also mit 21 Witwe? Naja, okay, ne? Monster? Möglich. Meine Güte, das wird mir den heimischen Herd warm halten. Für ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Das war gerade absichtlich nicht weibisch. Sobald man hier mit Cam sitzt und 1, 2, 3, 4 Leute zuschauen und man es eventuell noch auf YouTube hochlädt, falls sich das irgendwann jemand im Nachhinein antun möchte, muss man sich ja für alles rechtfertigen. So, ja, das ist irgendwie ein bisschen mehr geworden. Aber hier nicht viel. So, warte mal. Ich will das da bitte in groß und billiger. Alter, das kann doch nicht so schwer sein. Da muss ich ja grinden wie ein Berserker für die scheiß Mana-Pots, ey. Hier, was haben Sie denn hier, Monsieur? Material für eine hitzeerzeugende Erfindung. Problem ist, dass wir irgendeine Quest haben, wo irgendjemand was gegen Hitze bauen will. Kauf den jetzt mal. Wahrscheinlich brauche ich genau das Zeug nicht. So. Und... Journal. Hierüber Frostland. Wir sind frostig, genau. Es werde Wärme. Holzkohle, Flachs und einen kleinen Metallbehälter. Okay, Holzkohle brauchen wir noch. Die zwei Sachen brauchten wir. Ja, ja, ich glaube, das war nicht der. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, wo der war. Das ist jetzt doof. Warte mal, war das nicht der da drin? Hallo? Von Beruf, genau der war das. Okay, wir brauchen nur noch Holzkohle. Kohle, Flachs und ein praktischer Metallbehälter.
Ja. So, wer gibt hier? Bei dem können wir gar nichts. Okay. Hat eigentlich jemand eine Ahnung? Wenn ich auf Nebenquests XP geben? Hier geht das nicht. Madame, haben Sie vielleicht Holzkohle? Entschuldigung, Madame Rich. Unfehlbarer Ohrring und ein Bischofshut. Ist irgendwie keine Holzkohle. Silberdolch war hier. Ich glaube, hier waren wir schon. Genau. Haben Sie denn Holzkohle, Gnäher? Weil ich keine Holzkohle dabei, das finde ich nicht gut. Ich habe ja heute mal kurz in Xenoblade reingeguckt. Muss ich ja gestehen. Zufriedenstellende Kohle. Leckermarsch ist da teuer hier. Seltsam, für so etwas Geld zu bezahlen. Was werdet ihr damit anfangen? Für ein gutes Geschäft bin ich immer zu haben. Jetzt mal Quallstresser. Und habt da gesehen, dass dieser neue mega harte Schwierigkeitsmodus, wo tatsächlich, das ist in einem Paket drin im Season Pass. Dann kriegen wohl nur Leute, die einen Season Pass haben. Ne, da müssen wir schon mal rein. Na. So, Sie, Herr Gnäher. Hallo. Von Beruf bin ich Erfinder. Derzeit arbeite ich an einer tragbaren Wärmequelle, die man ganz leicht mitnehmen kann. Ja, das haben wir schon. Wenn ich nur, ja und jetzt, zufriedenstellende Kohle, ausreichender Flachs und tragbarer Suppentopf dieser Person geben, was sie braucht, ja. Ach, ihr habt genau das, wonach ich suche? Bitte, wäret ihr womöglich bereit, euch davon zu trennen? Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich mein Textwasser. Vielen Dank. Jetzt kann ich endlich mein Versuchsmodell bauen. Und? Gute Belüftung vorausgesetzt, sollte ich in diesem robusten Metallbehälter Kohle und Flachs anzünden können, um... Ja, das müsste klappen. Na bitte! Ich habe alles in einen stabilen Sack gesteckt und schon ist es fertig. Oh, wie mollig warm! Das wärmt durch und durch. Könntest du das bitte negiert bauen? Also andersrum, nicht warm, sondern kalt? Weil... Scheiße warm. In einem verschneiten Land wie diesem ist es äußerst wichtig, sich warm zu halten. Seht euch zum Beispiel die Dächer der Gebäude an. Dort sammelt sich der Schnee und man muss ihn regelmäßig herunterfegen, damit die Last nicht zu groß wird. Aber wie soll man sich warm halten, wenn man draußen ist und Schnee vom Dach fegt? Ein Ofen passt in keine Tasche und viel Glück beim Versuch, im Schnee ein Feuer zu machen. Aber wenn man so etwas hier hat, kann man sich auch beim Schneefegen wärmen. Eines davon in der Jackentasche und selbst Kinder könnten im Schnee spielen, ohne zu frieren. Sollte euch in der wohligen Wärme der Schlaf übermannen, ist das völlig ungefährlich. Das Feuer kann nicht außer Kontrolle geraten. Mit meiner Erfindung können die Menschen Wärme und Sicherheit genießen. Vielen Dank, dass ihr mich dabei unterstützt habt, meinen Traum zu verwirklichen.
4800, eine nahrhafte Nuss und schwarze Nuss. Okay, aber die... Zwölf, 15, 16, merken wir uns mal. Oder Ausrüstung, nee, Status. 300, 300, hätte ich mal vorher gucken sollen, ne? Also sie hat 1, 2, 3. Lass mich raus da. Ah, okay, dann werden die auch, schön. Ne. Problem jetzt, wir haben Cyrus dabei. Das heißt, wir kriegen jetzt wieder weniger Fights, das was wir eigentlich gar nicht wollen. Eisseelenstein M. Okay. Da mache ich mal jetzt mal nix. Can't we settle this like gentlemen? Was, so wie ich? Ich darf mich auf Twitch damit blamieren, was? Aua! Da habe ich gerade irgendwie einen Zusammenhang verloren. Ey, das ist aber mal gut. Das sieht nicht gut aus. Du freust dich auf den Torner-DLC, ja? Ich auch. Ich hoffe, ich kann ihn streamen, wenn er rauskommt. Nicht, dass es genau dann in den Umzug fällt. So, Bogen. Stellt eigene GP und FP wieder her und heilt negative Statuseffekte. Okay. Die haben nur nicht mal gescheite Waffen. Alright. That'll do her. Yep. Ich auch nicht. Ich hab schon zahlt. Kann gerade wieder nicht. Oh. Logical course of action? Das war, ich habe falsch geguckt. Scheiße. Bitte, 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 nein! Nein, 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 nein! An interesting dilemma. Ja, das ist echt, also so wird das nix. Also für mich wäre es tatsächlich am geschicktesten gewesen, wie ich gerade feststelle, mit Ophelia anzufangen. Irgendwie ist das gerade gar nicht gut. Okay, du haust mal hier rein. Smite them down. The battle is truly joined. Du. Angriffe drei Runden lang anstelle eurer Verbündeten auf euch.
stand first. Das ist nicht wirklich Schaden, ne? Bring it on. That'll do her. So, hier heilen. Oh Mann, lass das! Den haben wir dann nicht. Oh, er macht schon ein bisschen Schaden. Das machen wir so. Alright. Nee, 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 nee. Wir müssen jetzt erstmal ihn heilen. Shall be mine. Stand firm. Mal gucken, ob er das überlebt. Ich glaube ja nicht. So. Phew. Time for a break. Oh. How about you? Viel bringt es aber nicht. Weil, muss ich nachher mal gucken, ob man das auf andere auch anwenden kann. Das wäre mal. So, der ist ein okay, wir müssen hier mal so machen. Bring it on. Weil er muss ihn heilen. Klappt ja super, ne? Sollte hier Olberik nicht, ja. Ah, nee, das geht nur auf sie selber. Alright. So, und dann... That'll do her. How about you? Ich finde es echt cool, da steht 3 Runden lang anstelle eurer Verbündeten auf euch. Das klappt super. Da habe ich den noch gar nicht drauf. Oh! Okay. Und Hexdrahtviech zockt auch gleich nebenbei Octopass, dann viel Spaß. So, dann haben wir hier. Ein nicht Objekt. Helf war Bruch. Victory shall be mine. Ah!
Nehmen wir mal den da. Oh ja, Olberik macht doch ein bisschen Schaden. Okay, wir müssen jetzt noch ein bisschen reinkommen. Drei Aufstiege. Eine Pflaumenessenz und eine Granatapfelessenz. Man muss auch klipp und klar sagen, dass das eigentlich für die anderen drei hier nicht unbedingt die richtige Gegend ist. Tressa 741 entdeckt, die eine glücklose Seele zurückgelassen hat. Genau, wir laufen jetzt erstmal mit Tressa rum. Und sammeln ganz viel Geld ein.